Es ist die Hit-Giganten auf Sat 1 in den 2000ern mit Oliver Geis, aber heute ohne Oliver Geis, sondern mit mir und mit mir auch nicht hier irgendwie mit irgendwelchen komischen 2000er-Stars, die irgendwann mal so ein bisschen berühmt waren, ein bisschen nicht berühmt waren. Nein, wir haben natürlich die berühmtesten Menschen, die wir bei M94.5 heute gefunden haben. Das sind Sebastian Bergsteiner und Julius Peter. Hi, schön, dass ihr da seid. Schönen guten Tag. Willkommen bei der Tagesschau vor 20 Jahren. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Das ist die Sendung, in der wir uns die Tagesschau vor 20 Jahren anschauen, also exakt am 17. Juli 2003 und so ein bisschen schauen, was da damals passiert ist. Welche Skandale gab es damals? Wer ist in ein Fettnäpfchen getreten? Oder wie war die Steuerreform damals? Bisschen langweilig. Julius Peter, auch hier bei M94.5, auch heute wieder ein interner Gast, den wir haben. Mhm. Was glaubst du denn? Was werden wir heute zu Gesicht bekommen? Ich sage, es wird heute diverse Themen geben, beispielsweise Landwirtschaft. Landwirtschaft? Ja, die Tomaten in Spanien. Die Tomatenrevolution. Wachsen nicht mehr. Das ist ein ganz großes Problem. Haben sie gestreikt? Nee, sie sind grün und nicht rot. Aber man weiß nicht, ob das daran liegt, dass der Landwirtschaftsminister farbenblind ist oder dass sie tatsächlich einfach grün waren. Genau, das kommt vor. Was haben wir noch? Irgendein Politiker... Sind bei SAB mit gemeint? Ja, absolut. Die grünen Tomaten. Und irgendein Politiker, ist es irgendwie geleakt, dass er irgendwie, keine Ahnung, ein Sextape mal gemacht hat oder so. Das ist das andere, was rauskommt. Das sind meine fantastisch. Sachen. Julius Peter, weißt du eigentlich noch, wo du am 17. Juli 2003 warst? Nee, aber es kann gut sein. Nee, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wie alt warst du denn damals? Ich war 3. Ah nee, ich war 6, das habe ich, 2003. Ich denke immer noch, ich bin 23. Ich schule mich ja selber ein bisschen damit, dass ich ein bisschen jünger bin als du, in meinem Kopf. Ein bisschen. Das hätte mich jetzt geschockiert. Ja. Ich war 6 Jahre alt, ergo war ich wahrscheinlich in der 1. Klasse. Ist gerade Sommerferien, oder? Nee. Nicht mehr. Kurz vorher, glaube ich, wahrscheinlich. Kurz vorher. Oder ich weiß nicht, Julius Peter, du warst ja auch mal in den USA und du warst damals noch in Deutschland, glaube ich. Genau, ja, in der 4. Klasse erst in Deutschland. Okay. Das heißt, ich war gerade wahrscheinlich in der 1. Klasse. Warte mal, du warst in der 4. Klasse mit 6 Jahren? Nein, ich war erst in der 4. Klasse war ich dann in den USA. Nee, mit 6 Jahren. Hast du die ganze Zeit verloren? Ich weiß es nicht. Nee, das heißt, ich war wahrscheinlich in der 1. Klasse und habe wahrscheinlich geweint, weil ich die Schule gehasst habe. Juli war bis zu... Aber das heißt, es war 6 in der 4. Klasse und danach kurz 4 Jahre verloren. Ja. Aber das heißt, du wurdest mit 5 Jahren eingeschult damals? Achso, nee, ja gut, dann war ich noch nicht. Dann war ich im Kindergarten und habe wahrscheinlich irgendein Kind mit einer Eisenschaufel verprügelt oder so. Ja, da war ich auch. Ich habe nicht gebrüdelt. Ich glaube, ich habe einfach den letzten Sommer genossen, wo man noch nicht in die Schule gehen musste. Wo man noch nicht schreiben musste, sondern so richtig geil einfach mit Bauklötzen den ganzen Tag spielen konnte. Sand, ich war ein großer Fan von Sand. Und irgendwelche anderen Kinder durch den Garten jagen. Unterhaltung hatten wir gerade wirklich 0,0 deinen Vita. Sie hat mir nur durch in einer... Ich dachte wirklich, dass ich so jetzt kriege jetzt die Eckpunkte nochmal her, aber ich war ich war auch in den USA, aber... Ja, aber nicht auch mal mit 6 Jahren. Also zwischendurch mal für ein paar Monate, aber... Ja. Wildes Leben. Wo wart ihr am 17. Juli 2003? Schreibt es gerne mit in die Kommentare. Genau. Wir sprechen auch gerne über eure Kommentare. Haut das gerne unten rein. Oder alternativ, wo seid ihr heute? Genau, oder wie steht ihr zu Sand? Ja. Also ich war immer im Sandkasten gerne als Kind. Das sind die 3 kleinen Aufgaben, die wir als kleine Hausaufgaben für euch haben. Ja. Sebi, wir haben ja schon mal geklärt, ungefähr, wo du da warst. Wie alt du da warst. Was glaubst du denn heute, was uns heute erwartet? Ich bin ja in den letzten Wochen sehr oft daneben gelegen mit meinen... Also, nee, stimmt gar nicht. War schon ganz gut. Aber ich habe immer so extra Tipps gegeben, so oft so Tiertipps, dass Tiere vorkommen oder so. Und ich glaube, ich war da schon in der guten Richtung. Ich habe nur die falsche Abkürzung genommen. Ich glaube, es sind nämlich Pflanzen. Tiere. Ich glaube heute, dass wir eine Sonnenblume sehen irgendwo. Dann die Tomate, die Sonnenblume. Tiere sind in den Nachrichten nur spannend, wenn sie A, geboren werden oder B, erschossen werden. Ja. Oder Schafe reißen oder so. Ja. Und dann erschossen werden. Das folgt dann meistens aufeinander. Ja. Meistens werden auch die Tiere, tatsächlich Tiere, die gestorben sind und auch Schafe gerissen haben, sind meistens davor sogar schon geboren. Mhm. Das heißt... Aber hast du mitbekommen, als Bruno der Bär geboren wurde? Warst du dabei? Ich weiß nicht, wie alt war denn Bruno der Bär, als er 2005 erschossen, glaube ich, 2005, 2006, wann war das? 2007, irgendwie so der Dreh. Ja. Wie alt war denn Bruno, als er erschossen wurde? Wissen wir das? Keine Ahnung. Aber wir schauen das gleich an. Also ich meine, er hieß Bruno, das ist jetzt kein besonders moderner Name. Naja, also... Aber er ist Italiener. In Italien, stimmt, ich glaube schon tatsächlich. Bruno der Bär, auch bekannt als JJ1. JJ1. Ein cooler Name, so ein uncooler Name. Oh nein, er war erst 2 Jahre alt. Oh Gott, er war noch ein Baby eigentlich. Ihr Kindermörder. Wirklich? Echt so. 2 Jahre? Wow. 2 Jahren und ihr jagt dem armen Tier eine Kugel. Damals erschießen lassen von, also nicht direkt von Edmund Stoiber, er saß nicht selber da mit seiner Flinte. Was aber halt, also ich finde, aber wenn man sagt, so, dass, das ist wie Ned Stark gesagt hat, ja, in Game of Thrones, wenn du das Urteil sprichst, dann musst du es auch selber machen. Vielleicht ist das aber auch schon der Titel für die heutige Folge. Edmund Stoiber erschießt 2-Jährigen. Ja. Das hat damals niemand gemacht, ne? Weil die hatten keine gute journalistische Ausbildung. Na gut, ich glaube tatsächlich, wir haben ja schon so oft darüber gesprochen. 2003, Jahrhundertsommer, es war abnormal heiß. Wir haben die letzten Wochen mal drauf gewartet, dass es endlich mal so ein bisschen heiß wird. Ich glaube, dass jetzt der Punkt wird. Ich glaube, dass wir heute einen Waldbrand sehen werden. Mhm. Ich glaube aber auch, dass wir heute einen Politiker sehen werden oder eine Politikerin, die heute, also die damals noch sehr, sehr erfolgreich war. Und heute aber so ein bisschen so, nee, wir wollen nichts mehr zu tun haben. Irgendjemand, der schon so halb gecancelt ist. Ja, und Sarah Wagenknecht. Das sind meine Guesses für heute. Vielleicht. Ja, aber die war die da schon aktiv? Ich weiß es nicht. Wie alt war die da? 14? Ich glaube, die war, Mitte 30 vielleicht, oder? Ja. Ich habe kein Zeitverhältnis. Ich verstehe Zeit immer noch nicht. Ich bin 26 Jahre alt. Denke ich, wäre 23 Jahre alt, Menschen und verstehen nicht, wie Zeit funktioniert. Apropos Zeit, wir werfen uns in die Zeitmaschine. Drehen 20 Jahre zurück und legen einmal los. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. So, spannender Punkt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Aus Sicht von Bundesaußenminister Fischer ist der... Wir haben uns ja letzte Woche etwas vorgenommen, nämlich zu beobachten, ob die Person, die moderiert, auch die Person ist, die den ersten Worte spricht, nämlich herzlich willkommen zur Tagesschau. Jens Rieber hat es wieder getan. Ja. Aber wir haben auch letzte Woche Jens Rieber gesehen, ne? Ja. Also diese Woche wieder. Vielleicht, wenn jemand anders da gehockt wäre, vielleicht hätte wieder Jens Rieber gesprochen. Guter Punkt. Wir haben noch keinen Beweis dafür. Aber ja, das sieht zumindest gut aus. Wir bleiben dran an der Sache. Ja. Streit zwischen den USA und Deutschland im Wesentlichen überwunden. Nach einem Gespräch mit Vizepräsident Cheney in Washington sagte Fischer zum Abschluss seines 4-tägigen USA-Besuchs, die beiderseitigen Beziehungen stünden auf einer starken und sehr guten Grundlage. Jens Rieber hat sich heute für eine grüne Krawatte entschieden. Es ist eine wunderschöne Krawatte, finde ich. Und ein Karo-Muster. Heute geht es nicht zum Tango-Kurs, heute geht es den Weihnachtsbaumschmuck. Ich finde das Hemd unglaublich hässlich. War der Höhepunkt von Joschka Fischers Tour des guten Willens. Auch Dick Cheney, der Erfinder der Politik des Präventivschlags. Dick Cheney, das ist ein unfassbar guter Name. Dick Cheney. So. Aber der ringt einen Bell in meinem Kopf. Ich finde, es klingt ein bisschen mehr nach so einem Comic-Namen. So. Ja. Hey, Dick Cheney. Ja. Dick Cheney. Der ewige Vizekanzler. Ich finde, wir sollten in Deutschland auch einführen, dass wir alle Richards Dick nennen. Einfach. Ist einfach besser. Ein schönerer Name. Ja. Redet jetzt wieder mit den Kriegsgegnern. Eine halbe Stunde hatte er für Joschka Fischer. Was ist das? Also ganz kurz einmal so Medienkritik. Was haben Sie da? Was ist das für ein Bild? Aber haben alle schon, also ich finde auf jeden Fall den Buckethead da hinten schon mal ein nicer Touch. Also wir sehen es wieder nach 20 Jahren, die Fashion, sie rotiert, sie kommt zurück, Buckethead, Leute das tragen wieder cool. Buckethead. Aber wirklich alle auch, wie so in einem Schützengraben sind da alle mit ihren Kameras, das ist wirklich krass. Aber ja, oder bietet, sagt schon richtig, das ist schon ein hässliches Bild. Ja, oder es ist, im Krieg sehen alle aus wie Kameraleute, wenn sie im Schützengraben sitzen. Von dessen Meinung zum Irak in Welten trennen. Aber die USA können Hilfe gebrauchen, auch aus dem alten Europa. Spätestens seit sie im Irak in einen Guerilla... Er hätte von dir sein können, Sebi, genau. Das ist Wahnsinn. Der wäre aber unscharf gewesen dann. ...der transatlantischen Familie, die eine Familie von Demokratien ist, Streit. Weil man unterschiedlicher Meinung ist, wie es auch in ganz normalen Familien manchmal der Fall ist. Dennoch bleibt man eine Familie und dennoch ist man der gemeinsamen Grundwert. Der Mann mit der Sonnenbrille. Er ist wahnsinnig wichtig. Wir gehen auch mal zurück. Auch von Anfang an. Er war es am Anfang, glaube ich, nicht. Ich glaube, er ist Reporter oder vielleicht ist er auch gar nicht Reporter, sondern er ist so aus Versehen reingeraten. Weil ich glaube, am Anfang hat er noch nicht geschrieben und hat sich dann so, fuck, jetzt stehe ich so mitten im Bild. Was tue ich denn jetzt eigentlich? Aber pass mal auf, da rechts der Dude mit den langen Haaren. Seine Brille ist gerade durchsichtig und danach ist sie nicht mehr durchsichtig. Wirklich? Also entweder hat er davor schon eine, die so automatisch anläuft durch irgendeine Flüssigkeit oder so. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich mache keinen Brillen. Ich bin kein Optiker. Oder er wechselt. Du bist Brillen. So vieles nicht. Ja, schauen, jetzt ist sie... Oh, stimmt. Er hat schnell Brillen geswitcht. Ah nee, er schreibt jetzt schon. Ich habe mich verguckt. Na gut, aber jetzt geht er gleich einmal so rüber, so üb. Ja, ah, Entschuldigung. Ah, hat er gerade eine kleine Frau umgestoßen? Ja, oder er macht gerade seine Einkaufsliste. Aber er hat sie umgestoßen, hat er voll lieb gefragt. Mhm. Oder er macht gerade seine Einkaufsliste, wenn er später dann in Walmart geht. Okay, dann ist er ja Autoreifen, so. Skittles, Cheerios. Er steht halt ein bisschen auf der falschen Seite. Eine Shotgun. Was man halt alles so in Walmart bekommt. Was man alles so braucht auch für den täglichen Bedarf. Verpflichtet. Haben Sie denn mit dem Vizepräsidenten auch über eine mögliche UN-Resolution im Irak gesprochen? Also unsere Haltung da ist sehr klar. Ich meine, wir waren immer für eine zentrale Rolle der Vereinten Nationen, gründend auf die Erfahrung, die wir mit dem Petersberg-Prozess gemacht haben. Wir sehen da... Ich sag's euch, Einkaufsliste, 100%. Verwirrter Schnitt, ja. Aber auch dieses Stilmittel finde ich gerade ganz spannend, ja, dass da eine Frage von der Reporterin im On genommen wird. Ja. Mhm. Dass man da einmal draufschneidet, Wahnsinn. Geil. Macht man heute nicht und der Zwischenschnitt auf den Mann ist wirklich komisch. Also da haben sie auch nicht gewusst, wie sie sie schneiden sollen. Ne? Mhm. Also sie hatten einfach keine Nahen mehr von irgendwas. Ah, ja. Und der gute Mann, der hier Bilder gemacht, die Loser. Mhm. Und der Mann, der aus der linken Schulter von Fischer da so rauswächst, also entweder das Bodyguard oder er hat einfach keinen Bock. So. Nee, interessiert mich kein Bockigard. Keine Alternative zwischen UN und amerikanischer oder internationaler Präsenz. Er kam also ohne Versöhnungsgeschenke. Der Link sieht auch aus wie so ein Maleturi. Ging ohne Versprechen. Während der transatlantische Dialog schleppend wieder in Gang kommt, werden die Kriegsverbündeten belohnt. Tony Blair flog heute ein, um sich mit dem Präsidenten zu treffen. Ich musste dann doch ganz kurz lachen, als der Mann am Ende noch so einen kurzen Rückblick zugeworfen hat. Habt ihr den gesehen? Er hat alles nochmal gecheckt. Christiane Meyer. In Washington. Auch noch nie von ihr gehört. Sie meldet sich auch nicht mehr. Naja. Spannend, dass sie, ich weiß nicht, ist das jetzt anders, dass sie nur Washington schreiben und nicht irgendwie Washington DC oder... Also schreibt man nicht heute Hauptstadtstudio Washington oder sowas immer mit rein? Ich glaube schon. Aber was sind das? Vielleicht sind sie Washington, man weiß es nicht. Vielleicht gibt es da einen Klon vom Weißen Haus? Im Staat? Ein guter Punkt. Die Bundeswehr hat das Kommando der multinationalen Brigade in Afghanistan an Kanada übergeben. Bei einer Zeremonie in Kabul gedacht, so nämlich. Soldaten mit den weißen, das sind solche Handschuhe, wo die Ärzte immer tief in den Arsch von der Kuh reingraben. Genau solche waren das gerade. Und dann kriegt die Flagge damit. So richtig, so. Ah, geil. Stimmt. Wieso brauchst du diese Handschuhe? Das ist doch nur eine Fahne. Der hat erst die Fahnenübergabe und dann gehen wir ein Kalb gewähren. 12 Uhr, 13 Uhr, Kabul. Schön. Wobei weiß dafür echt die falsche Farbe ist. Und man sollte gelb machen oder so. Danach kann sie... stark. Find yourself a man who can do both. Ich find's auch geil. Du 13 Uhr Fahnenübergabe, 14 Uhr Kalbgebär. Aber es sind auch schon wieder so Premium-Outfits dabei, so Militär-Outfits, Uniformen, links einfach hier Cowboy-Dude in seinem kompletten Jeans-Outfit, so er ist ready. Ich finde auch, das ist auch so geile 80er-Jahre-Mode, die diese Militärkapelle da hinten anhat, weil die Hosen, die sind auch bis über den Bauchnabel gezogen. Ja, aber das finde ich halt cool, aber das kommt ja auch wieder so ein bisschen, was halt geil ist. Ja, sie sehen aus wie Eisensepp bei Roy Bianco und die Abronzati Boys. Hat auch eine Trompete in der Hand, der eine. Aber ist ja der Blechkofler dann. Ja, das ist fantastisch. Kann sein. Du, die 2-3 waren die doch noch getrennt. Ja, Eisensepp, Blechkofler, stimmt, das haben sie da gemacht. Vielleicht waren die da unterwegs. Das war vor der großen Wiederversöhnung. Wenn ihr zuschaut, schreibt gerne rein in die Kommentare, ob ihr da damals mit dabei wart. Wahrscheinlich schon. Das ist ein Sepp. Wahrscheinlich schon. Die seit dem Beginn des Afghanistan-Einsatzes vor 1,5 Jahren getötet wurden, unter ihnen 14 Deutsche. Es ist ein bisschen früh, wieder Medienmeta-Ding, ein bisschen früh für einen, du hast den Begriff mal erklärt, für einen Beitrag, bei dem der Moderator weiterspricht. Eine Off-Matz. Eine Off-Matz, recht früh in der Sendung dafür, oder? Das stimmt. Oh, stimmt, Jens Rieber spricht da wirklich ins Gehirn. Ja, ich hatte gerade das Gefühl, oder? Dass nicht alle unversehrt zurückkehren. Ja, oder sie hatten zu wenig Redakteuren an einem Tag. Ja, im Sommer. Jens Rieber musste vorher einfach alle Beiträge einsprechen. Oh nein, und Pegel noch. Die Brigade untersteht dem Kommando der internationalen Schutztruppe. Warte, ganz kurz, was war denn der Mann neben dem Mann, der geredet hat? Das war wahrscheinlich... Was war dessen Job? Der hat auch einen Einkaufszettel. Schau, der flüstert der ihm ein, oder? Ja, der hat die Notizen dabei. Auch praktisch wahrscheinlich. Ja. Zu Flöße. Oder er hört sehr schlecht und liest das halt mit. Musste deswegen auch sehr nah dran stehen. Kommando der internationalen Schutztruppe ISAF, das in 4 Wochen an die NATO übergeht. Die Diskussion um das Für und Wider einer vorgezogenen Steuer, so ein tolles Thema. Lieben wir. Mich hat das, ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat das damals in der Tagesschau schon nie so als Kind interessiert. Ich fand es immer langweilig, ich habe nie gerafft, was die Leute damit machen. Aber mich interessiert es ehrlich gesagt heute schon nicht. Ich habe tatsächlich genau ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe genau dieses Bild gestern verwendet, privat. Weil ich habe mir ein neues... Mit den alten Euroscheinen? Nein, dann doch nicht. Das war halt auch... Oh, da sind auch wieder wagemutige Krawatten dabei. Oh ja! Also aber ich bin die gleichen. Aber sehr viele gelbe auch. Die Leute, die haben sehr gerne gelbe Krawatten getragen. Ja, aber ich bin auch ein Fan von wagemutigen Krawatten. Auf Dienstreise in London der Finanzminister zufrieden beim Museumsbesuch. Vom britischen Amtskollegen hat er Lob geerntet für die Reformpläne, auch dafür, wie das Vorziehen der Steuerreform finanziert wird. Doch von daheim heftige Kritik. Nicht nur unionsgeführte Länder fordern für das fehlende Geldausgleich. Der stehe längst... Ich dachte, das wäre ein Mülleimer. Das ist, glaube ich, dieses Modern Tate, oder? In London? Was? Modern Tate? Das ist auf jeden Fall dieses Kunstmuseum. Ich muss ganz kurz hinterfragen, warum der britische Finanzminister oder Außenminister sich so genau zu deutschen Steuerplänen äußert. Ja, vor allem finde ich es auch toll, so die Aussage so, ja, die Briten haben gesagt, die deutschen Steuerpläne sind gut, aber die Deutschen finden sie scheiße. Hier, gut gemacht. Lass mal drüber reden. Steuerreform finanziert wird. Doch von daheim heftige Kritik. Nicht nur unionsgeführte Länder fordern für das fehlende Geldausgleich. Der stehe längst im Haushalt so. Habt ihr eigentlich jemals schon mal so Geld reingeworfen in so ein Museum, so ein riesiger Topf drin steht? Ja. Ich habe da, glaube ich, noch nie in einem Museum... Ich habe Spenden fürs Museum, oder? Ja, also ich meine, so eine Spendenbox irgendwo mal was reinwerfen, ja, aber ich habe noch nie eine staatliche Institution. Ja. Ich habe noch nie den... Also ich meine, die kriegt schon Steuern von mir. Da werden wir wieder beim Thema. Ich habe noch nie in irgendwie so ein staatlich getragenes Ding, wo ich weiß, okay, das Museum, das gehört Staat. Ich habe die schon mehrfach ausgeraubt, aber... Ich habe das schon ganz oft gesehen. Ah ja, aber Museen rauben auch aus, also von daher. Vor allem britisches Museum hier. Ich habe schon öfters gesehen, dass... nichts selber. So ein riesen Kreis und dann wirfst du da so eine Münze rein und dann rollt die so runter. Das ist cool, ja, so just for fun. Ja, so also im Deutschen brauche Entertainment, Geld irgendwo reinwerfen. So, mein Tipp an Leute, die zum Beispiel Toilettenpersonal, tut so ein riesen 3 Meter Münzenreinwerfrollding einfach vor die Toilette stellen. Ihr werdet mehr Trinker. Oder kennt ihr diese Penny-Dinger? Ja. Gamification. So, ja, Gamification. Ich benutze dieses Wort so oft, Gamification. Ich kannte das bis heute gar nicht. Fachbegriff. Ich habe es am Mittwoch auch benutzt. Als Fachbegriff, den ich einfach benutze, obwohl er nichts beiträgt zur Diskussion. Ich mache mein ganzes Leben bis ein Spiel. So. Kein Quiz? Nee. Das ist ja bei mir. Ah. Das ganze Leben, das kennt ihr nicht. Und wir sind nur die Kandidaten. Ne? Genau. Harpe Kerkeling. Wir haben mit unserem Haushaltskonsultanten Vorschläge für die Konsolidierung von in seiner besten Rolle Gemeinden in der Größenordnung von 9 Milliarden Euro gemacht. Davon aber warum waren die jetzt in diesem Modern Tate? Warum dressen die sich einfach im Kunstmuseum? Gar keinen Sinn, warum das in Großbritannien spielt. Einfach so zum... Der NDR hat er am nächsten hin. Sie müssen nur über den Ärmelkanal. Sie müssen über Holland laufen und dann über den Ärmelkanal schwimmen. Was sagt ihr zur Architektur dieses Museums? Ich finde diese blauen Dinge, blauen Stöcke. Also ich war da drin auch schon, das ist super, weil du hast einfach so eine alte Industriehalle. Ich weiß nicht, was das früher mal war, so ein Schiffgebäude oder Stahlfertigung oder irgendwas. Und dann haben sie da einfach ein Museum reingebaut. Und das ist richtig cool, weil du hast so Linksräume, Rechtsräume und mittendrin hast du so eine riesige lange Hall. Und das ist schon geil. Okay, dann nehme ich das zurück. Das ist schon richtig cool da drin. Höre ich überhaupt nichts. Das wird im gegenwärtigen Stadium völlig unterschlagen. Er steht ganz vorne in der Reihe der Kritiker jetzt steht er. Aber glaubst du mal mit Absicht? Er steht ganz vorne, er steht auf. Man weiß es nicht. Er steht ganz vorne in der Reihe der Kritiker. Ja. Aber steht er immer noch ganz hinten. So riesige Textbildschere. Du hast recht, Juli. Es ergibt keinen Sinn. Gutes Auge gehabt. Droht mit einem wir haben eine Blume. Ich habe aber Sonnenblume gesagt. Ne? Im Bundesrat. Hessens Ministerpräsident lehnt neue Schulden als Finanzierung kategorisch ab. Hans Eichels Einsparvorschläge sind alle in seinem eigenen Haushalt schon enthalten, um die Verfassungsmäßigkeit des Haushalts ohne Steuersenkung darzustellen. Und das gilt für uns in den Landeshaushalten auch. In Großbritannien? Alles, was wir an Möglichkeiten haben, weiß nicht, wo er chillt. Das ist komisch verortet. Sieht das aus als ein Ferienhaus. Ja, das ist irgendwo, das ist nicht, weil dieser Urlaub. Und Herr Steinbrück, der zählt doch als eine Person. Gecancelt, ich weiß nicht. Nicht gecancelt, aber gar keine Rolle mehr. Ich hätte schon gerne jemand, der bei Anne Will gewesen. Ich hätte schon gerne jemand, der ein bisschen gecancelt ist. Aber ich glaube, Herr Steinbrück, der kommt gerade wieder. Man sieht den und daneben Boris Becker, der ist doch gecancelt. Ja, Boris Becker in Großbritannien könnte doch sein, oder? Unser Bum-Bum-Boris. Jetzt letzter auch bei der Eis-WM geworden. So, der Mann hat nur Misserfolge gerade. Ich bin mir auch gar nicht sicher. Per Steinbrück, seine Krawatte, die, enden die, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, enden Krawatten immer über dem Gürtel schon, oder? Oder hängen die da leicht noch drüber? Weil das sieht auch gerade ein bisschen komisch aus. Boah, kommt auf die Krawatte an. Je nachdem, wie lang sie ist. Guter Punkt. Weitere Subventionskürzungen aushandeln. Doch, oder? Ja, schon. Ah, so. Ist so stinkig schon wieder, ich lieb's. Steinbrück ist jetzt erstmal für den Weg über die Neuverschuldung. Jetzt erstmal. Ja, aber Neuverschuldung. Ich frage ihn morgen nochmal. Aber schon damals, schwarze Null, also ist schon krass, weil, also schwarze Null ist natürlich nicht der Begriff, darum geht es ja nicht, aber es geht ja gegen Neuverschuldung und das war in der linke Bundesregierung damals. Mhm. Aber ich glaube, es geht jetzt gerade um den Bundesrat, ne? Also um die CDU-geführten Länder, das heißt, da war der Kritik schon auf der Rechtsseite. Ich habe die letzten 2 Minuten nicht zugehört. Ich auch nicht. Das ist kacklangweilig. So viel werden Sie keinen Subventionsabbau hinkriegen für das nächste Jahr. Im Übrigen, Ökonomen sagen Ihnen, dass dies auch falsch wäre, weil der Nettoimpuls für Wachstum und Beschäftigung... Ja, ich finde auch, Per Steinbrück, der hat sich, also der sah schon immer alt aus. So. Aber ein bisschen energischer, wie er gerade den Kopf geschüttelt hat. Der ist noch jung und frisch. Ja, wie hält die Frau ihre Tage? Also das ist ja die Frau halt so und hat ihre Hände so hinter den Rücken. Und richtig kurios. Oh, noch mehr Schuldensachen. Und schon wieder EU. Die EU-Kommission befürchtet, dass Deutschland wegen der Finanzierung der Steuerreform... Ja, Donnerstag haben wir, glaube ich, ne? Nee, Freitag, das war letzte Woche schon ein großes Thema. Ja, ja. Ach, stimmt. Also ich wurde der Lüge bezichtigt, okay. Aber zu Recht. Na gut. Einem so wörtlich hohen Risiko, die 3% Defizitgrenze zu überschreiten. Positiv sei, dass die Bundesregierung auch Ausgabensenkungen vorsehe und einen großen Teil ihrer Konsolidierungsmaßnahmen gebracht habe. Die niedrigere Bezahlung von Beamten... Es geht nur ums Geld heute irgendwie. Das finde ich gut. Das ist so 3 einfach. Das war so eine gelddominierte Zeit. Das ist einfach die so krasse Wirtschaftsnachrichten. Das ist heute tatsächlich. Die Leute haben sich nicht für Liebe interessiert, sondern nur fürs Geld. Jedoch dürfe eine Angleichung nicht beliebig hinausgeschoben werden. Beide Knöpfe auch zu. Die Bezüge von ostdeutschen Beamten... Also hat man nur einen zu, oder? Ich glaube, das ist ein 3-Knöpfe-Jackett tatsächlich. Da hat man alle 3 dann zu. Nee, da hast du die obersten 2 zu und den untersten, der ist frei. Beim 3-Knöpfe-Jackett. Wow, Weaver. Weil es ist auch viel weiter oben schon geknöpft, als sonst ein 2-Knöpfe-Jackett. Aber jetzt interessiert mich tatsächlich ein bisschen, die Meldung schon, weil Beamtenbesoldung in Ostdeutschland, das heißt in Ostdeutschland ist was anders. Ja, also das ist ja... Was? Also du hast ja damals... ja, wir sind immer noch hier 13 Jahre nach der Wiedervereinigung. Ja. Und es liefen immer noch... Also ich glaube, die Renten... Wir haben es, glaube ich, immer noch nicht geschafft ganz, dass wir die Renten angeglichen haben. Ah, okay. Ost und West, das ist bis heute ja, glaube ich, so. Und das war... Also du hast halt jetzt einfach die letzten 30 Jahre immer so ein bisschen versucht, wieder anzuheben. Weil du konntest irgendwie nicht auf einen... Ich weiß auch nicht, warum es nicht auf einen Schlag ging. Warum du den Leuten im Osten nicht gesagt hast... Also, weil du halt dann machst du sie in einem Schlag glücklich und das ist ja wack. Also du musst es ganz langsam machen, weil dann kannst du den Leuten nämlich immer wieder ein bisschen was geben, dann sind sie wieder ein Weilchen glücklich und dann halten die Leute wieder die Fresse und dann kannst du ein paar Jahre später wieder ein bisschen mehr machen. Ich guess, das Argument ist halt, dass das Preisniveau natürlich ein anderes war in den Ländern. So, und das gilt natürlich irgendwie schon, aber das ist jetzt eine Frage der Wirtschaftstheorie, ob du halt denkst, dass dadurch, dass du mehr Geld reinpumpst, auch alles andere besser wird oder nicht. Das ist ja die Frage, ob man Keynesianer ist oder Klassik. Ich finde, man hätte das einfach ausprobieren müssen damals. Ja. Einfach mal schauen, was passiert. Einfach mal mehr ausprobieren in der Politik. Baut doch endlich mal den Sonnenschirm um die Erde. Klimawandel gelöst? Ich sag's ja nur. Einstimmig, aber die Mehrheit des Zweiten Senats hält weiterhin an dem Grundsatz fest. Lauter grüne Flaschen. Was ist das für eine Marke? Da ist schon mal ein Dreieck drauf. Apollinaris ist das, glaube ich. Dreieckswasser. Raum zusteht. Das Wasser bestimmt. Boah, die Stühle sahen aber ziemlich gemütlich aus. Ui, die Feuerwehr. Oh, jetzt kommen sie rein. Dabei machen viele Beamte in Ost und West das Gleiche, werden aber von Vaterstaat unterschiedlich bezahlt. Vaterstaat. Stark. Also ich finde, der Feuerwehr... Das, was mein Vater tatsächlich, mein literarischer Vater, sehr oft sagt, Vaterstaat. Ich finde, der Feuerwehr kann man schon mehr Geld geben. Okay. Der Hauptbrandmeister Ost bekommt immer noch wenig... das Fenster geschlossen hat. Ist auch ein komischer Name, Brandmeister. Aber in welcher Situation... Kann man ganz kurz in welcher Situation musst du denn das Fenster so schließen? Weil es brennt. Ja, wenn das Fenster schließt. Damit es durchzieht. Lässt man den Feuerwehrkollegen im Haus. Ja. Dann schaut er, holt er seine Sachen ab, seinen Zettel, dann macht das Fenster zu. Vielleicht hat er Klimaanlage an drinnen. Das ist der sogenannte Brandmelder. Genau. Das ist derjenige, der die Anrufe bekommt und dann erstellt er so ein bisschen die Briefings für die Leute, die losfahren. Oder er setzt durch die Maschine und Feuermelder. Ja, oder? Heute gibt es da auch immer noch eine Person, die das alles koordiniert, aber heute kriegst du halt was auf dein iPad geschickt, wenn du bei der Feuerwehr bist und damals haben die den halt noch so einen windigen Zettel in die Hand gedrückt. Wenn du verloren hast, hast du halt verkackt gehabt. Oder es war halt wieder eine Einkaufsliste und sie gehen jetzt einkaufen. Was isst man so? Was braucht man dann vorher so bei der Feuerwehr? Wasser. Hot Cheetos. So Wasser mit Sprudel und ohne Sprudel. Es wird im Chat gerade jemand als Zitat geile Sau bezeichnet, aber wer ist gemeint? Achso, steht ja Julia. Ja, achso. Danke. Das ist die Sache, ja klar. Ich kann das nur so bestätigen. Ja. Super. Dankeschön, Dankeschön. Als sein Kollege Hauptbrandmeister West. Solche ungleiche Besoldung sei aber noch mit dem Grundgesetz vereinbar. Denn die Verhältnisse in Ost und West würden sich durchaus noch unterscheiden, betonte das Gericht. Meint ihr, das war ein echter Folgeeinsatz und die Journalistinnen waren halt dabei? Oder boah, haben die halt einen simuliert? Das wäre schon richtig wack, wenn sie so Blaulicht einfach als Joke haben. Wobei. Ja. Also ich lebe in einer Stadt mit 30.000 Einwohnern und ich weiß, dass die Feuerwehr, also jetzt nicht immer um Feuer zu löschen, aber halt die Einsatzfahrzeuge, die halt auch so für irgendwas Kleines kommen, irgendwie, weil jemand einen Herzinfarkt hat oder irgendwas, die fahren dreimal am Tag raus. Schneller. Ja, die fahren dreimal am Tag raus bei einer 30.000 Einwohnerstadt. Und Berlin haben wir über 3 Millionen, glaube ich, ne? Damals schon gehabt. Ich glaube schon, dass dieser, also schon einmal so pro Stunde rausfahren. Die haben halt dann auch ein bisschen mehr Feuerwehr. Ja, klar haben die ein paar mehr Wachen, aber auch so große Wachen. Aber genau, also ich glaube, glaubst du auch, dass die bei dem Runterdingsen, also nicht, dass die Kamera im Weg steht oder so, um den Notfall? Ja. Oder dass der Kameramann aus Versehen mit muss. Ja, aber aus Versehen. So, das wird eingepackt. Das ist noch drinnen. Mach mal so, klettert, der muss die Leiter hochklettern, dann jemand rausrennen. So auf das Feuer einschlagen. Rennt so ins brennende Haus. Halt mal still. Warte, ich muss noch Weißabgleich machen. Sorry, ich kann sie noch nicht retten. Ich habe die SD-Karte vergessen. Die Linsenkappe ist noch drauf. Entschuldigung, ich kann sie noch nicht retten. Sie müssen sterben. Aber ich habe den Weißabgleich brennender noch nicht Mensch gemacht. Am Boden. Ja. Genau. Yeah. Die Wiedervereinigung sei eine historische Ausnahmesituation gewesen. Die daraus folgenden allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse im Osten rechtfertigten auch 13 Jahre nach. Übrigens sieht so alles im Osten immer noch aus. Was für im Osten? Die Aufnahmen jede sind von deutsche Behörde. Das Brutto- und Inlandsprodukt unterscheiden sich. Die allgemeinen wirtschaftlichen... Der Name ist ganz nah dran an Schachtelhuber. Sind sehr unterschiedlich. Bayern hätte sie es schwer gehabt. Leitungsregelungen aber könnten nicht immer wieder beliebig verlängert werden, meinten die Richter. Ja. Denn seit 93... Sind das die Richter, wie sie zusammenhocken? Ist so das Bundesverfassungsgericht intern? Ja, da gibt es ein bisschen Kaffee, ein bisschen Kuchen. Kaffee. Süß. Irgendein lustiges Handy. Aber ich glaube, nee, es waren ja andere Leute. Ne? Aber drüber beraten wir verklagt werden. Da steht ein bisschen, oh, dieser Süßstoff. Gibt es solche Süßstoffspender heute überhaupt noch so? Ich kenne es so, von, als ich jung war, von alten Verwandten. Da gab es immer diese kleinen aus Plastik. Mhm. Genau die. Ich sehe gar keinen Süßstoff so mehr irgendwo rumstehen. Wir hatten das auch zu Hause, also bei mir zu Hause. Mhm. Aber so auswärts habe ich das nirgendwo gemacht. In Restaurants, glaube ich, das ganz oft auch gesehen. Wir hatten so einen Premium-Süßstoffspender daheim. Den habe ich auch schon seit Jahren nicht mehr gesehen. Das war so ein, tatsächlich so ein Metallspender. Da hat man dann aus dem billigen Süßstoffspender die Süßstoffspende-Tabs oder wie die heißen, diese kleinen Süßstoffkapseln reingefüllt. Dann hat man einen Premium-Süßstoffspender gehabt aus Metall. Süß, das ist ja süß. Ja. Für Kaffee und Kuchen, wenn mal jemand kommt. Wenn jemand kommt. Wenn uns mal jemand besucht. Jetzt hat Jahren keiner mehr gekommen. Vor 30 Jahren ist keiner mehr gekommen. Der Süßstoffspender vergammelt. Wer glaubt ihr in der Runde ist der Gastgeber? Das ist eine gute Frage, aber es sind wieder nur Männer, oder? Doch, ja, eine Frau dabei. Ja, die ist das die gerade auch schon gesagt hat, die Schachtelhuberin? Ach, war das die? Es kann sein, dass sie das war, ich weiß nicht. Das ist so. Jetzt bis zum Dezember 2005. Die Richter betonen in der Entscheidung. Starkes. Oh, Karl-Dieter Möller. Was ein geiles Ding. Er ist so steil gegangen. Ey, was ein geiles Hemd, nicht Hemd, Ding hier. Im Hintergrund sehen Sie Männer. Was macht Karl-Dieter Möller heute? So viele Männer auf einmal. Fast so viele wie in diesem Twitch-Studio. Mhm. Er ist Volljurist. Glückwunsch. Gerichtsberichterstatter. Oh, sogar hier ein Grimme-Preis schon. Wofür hat er den Grimme-Preis? Konstant qualifiziert. Vielleicht für das ARD-Buffet. Oder, weil ich mag auch die Rubrik Marktcheck, frag Möller. Fragt Möller. Finde ich gut. Nicht gut. Aber er hat den Grimme-Preis gewonnen, weil er konstant gut berichtet hat. Oh. Ja, das ist doch. Das mache ich auch. Das ist aber voll gut. Ich nicht. Ich bin der schlechteste Journalist. Das ist super. Bei Julius Peter gibt es viele Up and Downs. Es ist keine konstant gute Berichterstattung. Was ist, wenn du halt einen anderen Rhythmus hast und manchmal halt ultra geile Dinge machst und dann manchmal schlechtes? Dass für eine ungleiche Besoldung von Richtern, Soldaten und Beamten jedenfalls in Zukunft ein Argument nicht mehr gebraucht werden kann. Nämlich, dass für eine gleiche Besoldung erst einmal eine völlige Angleichung der wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse... Wer meint, hier sind die ganzen Männer im Hintergrund? Auch Verfassungsrichter? Ja, das waren alles Verfassungsrichter, glaube ich. Das sind tatsächlich sogar 2 Frauen. Ehrlich? 1, 2... Ich weiß nicht. Stimmt, ich sehe auch eine, ja. Oh, ich war mal mit jemandem befreundet, der eine Frau, deren Oma oder Uroma war die erste weibliche Verfassungsrichterin in Karlsruhe. Okay, das ist crazy. Cool. Und nach der ist sogar eine Straße heute in Karlsruhe benannt. Und da wusste ich, da die Familie, die hat dann so gefragt, ja, stimmen Sie zu, dass wir nach ihrer Oma, Uroma eine Straße benennen wollen? Und die muss dann sagen, ja, zustimmen. Sonst hätte man die Straße nicht benennen lassen. Was ist, wenn die Straße hässlich ist? Sagst du dann nein? Dieser Straße möchte ich nicht so tun. Funny. Du kriegst so eine richtige Rotzstraße. Darum geht es ja auch, in dem Song Dustmann von Betteroff. So stell dir vor, du warst irgendwie so der Allergrößte. Ich glaube, da geht's um irgendeinen ehemaligen Sportler von damals. Ja. Du warst der Allergrößte, warst der riesige Held und dann bekommst du eine Straße in so einem richtig hässlichen Plattenbaugebiet. Boah, das ist so funny. In welcher Verfassung ist die Richterin heute? Sieht nicht mehr so gut. Okay. Tot. Rip. Du bekommst erst Straßen nach dir benannt, wenn du tot bist. Hä, warum? Weiß ich nicht, aber ich glaube, das ist die Regel, ne? Ich kaufe mir eine Straße und benenne sie nach mir, einfach um die Regel zu brechen. Ich glaube, in Lebenszeit... Ich weiß es nicht, ob es schon mal gab. Ich glaube, aber du kannst andere Dinge nach dir benennen. Zum Beispiel dein Kind. Ja, Julius Peter Junior. Aber vielleicht ist es tatsächlich, dass man lieber wartet, bis jemand tot ist, nicht, dass er vor seinem Tod noch irgendwas Dummes macht. Ja, du kannst ja eine Straße auch wieder umbenennen. Die Straße aber es ist ein riesiger Aufwand. Ja, was ist, wenn die Straße was Dummes macht? Ja. Was ist, wenn auf der Straße... Was für eine Straße hättet ihr am liebsten nach euch benannt? Ich persönlich mag... Ich weiß nicht, den Peto-Ring, den könnte man auch benennen. Den Sebi-Ring. Es ist mir egal, was es für eine Straße ist, ob sie groß oder klein ist. Ich will aber, dass dann mindestens ein richtig geiler Italiener ist. Dann kannst du sagen, ah komm, gehen wir zu einem Italiener in der Simon-Fischer-Straße. Das toll, ja, richtig gut. Aber ich persönlich, ich möchte, dass ein Fahrradweg nach mir benannt wird. Das ist auch cool. Das ist sympathisch. Das ist ein Fahrradschnellweg. Ja. So eine richtig dumme Einbahnstraße. Ja. So. Aber... Ich weiß nicht, warum sie dumm ist. Aber weil es halt gar nicht nötig ist. So, stell dir vor, Einbahnstraße, aber als Autobahn. So. Ich will, dass die A9 benannt wird. A9 ist ein dummer Name für eine Straße. Die A9 wird umbenannt, aber auch eine Einbahnstraße jetzt. Das ist ein dummer Name für eine Straße. Ja, einfach durchnummerieren wie unsympathisch. Ja, echt so, wer macht denn sowas? Einfach alle Straßen in allen Städten durchnummerieren wie die deutschen Autobahnen, ist ja auch fantastisch. Ja, New York halt. New York wird auch durchnummeriert, ne? Ja, genau. Aber da gibt's auch nicht so viele. Das sind halt die langen, nur großen, wenige. Ja. Die Kleinstadt New York hat ganz wenig, Kleinstadt Manhattan. Die hat halt wirklich nicht so viele Straßen. Es sind sehr viele Straßen. Ich glaube auch, da gab's sehr viele berühmte Personen, die halt einfach nur eine Nummer als Namen hatten. Ja, oder nachdem wir das benannt haben. Aber diese Avenues, da gibt's halt wirklich nicht viele. Es geht bis zur, weiß ich nicht, 9th Avenue oder so. Ja, die heißen ja trotzdem alle noch weiter durchnominiert. Das sind ja alles. Schau mal, geh mal auf Maps. Es gab einen Vorschlag für eine Straße von Frohninger. Rudolf Harbing, aber wir waren leider zu spät, Frohninger, um den Kommentar einordnen zu können. Wahrscheinlich hast du irgendwen erkannt oder so. So Manhattan brauchen wir. Ja, ich gehe da gleich rein. Wir gehen rein. Boah, New York, voll schön vielleicht. Wir gehen rein. Ist New York so einfach so viele Inseln? Ach krass, das wusste ich nicht. Ja. New York ist da hast du die großen Avenues, 9th Avenue. Ah, stimmt, dann hast du die anderen, genau, die sind dann okay. Die sind alle nach West 38. Die sind immer nach halt Northwest. Ach krass, aber ich denke mir immer, dass München so eckig gebaut ist, weil ich, wenn ich irgendwo hinfahre, einfach immer nur geradeaus und links fahre. Dann komme ich immer an. Aber New York ist ja noch viel krasser. Ja, die ganzen neu gebaut, also krassen neu. Barcelona ist ja auch komplett viereckig, weil sie das alles neu gebaut haben. Dann waren sie so. Aber bei Barcelona hätte ich eigentlich wegen des fußballerischen Tiki-Taka-Stils auf Dreiecke gesetzt. Aber na gut. Aber schön ist, du weißt immer, wo du bist. Also, wir sind wieder bei Fußball-Taktik-Jokes. Mein Lieblingsgenre. Schauen wir mal lieber, was der Gute noch zu erzählen hat. Was hat er noch in seinem Lollipop erreicht werden müsse. Better of Lyrics, Dussmann. Also Frohninger hat sich bezogen auf Simon Fischers Betteroff. Aha. Ah, okay, super. Der scheidende IG Metall-Chef Zwickel hat für morgen überraschend eine Erklärung zur Führungskrise. Das ist auch so funny, dass Metall und er ist Zwickel. Das ist so stark. So, und sein Kollege Penny. Und der andere. Heute treffen sich Herr Zwickelpennig und Herr Penny. Vor der außerordentlichen Vorstandssitzung will er sich zur künftigen Besetzung der Führungsspitze äußern. Nach Angaben aus Gewerkschaftskreisen wird nicht ausgeschlossen, dass er einen neuen Personalvorschlag vorlegt. Nach der Streikniederlage in Ostdeutschland... Ich kenne mich ja nicht so gut aus mit Streikniederlage. So, da sind wir jetzt. Wir haben das ja wochenlang jetzt schon so ein bisschen... Stimmt. Verfolgt, IG Metall, was geht da ab? Und jetzt haben wir sie, die Streikniederlage. Ja, die hätten mal bessere Schilder machen sollen. So, das haben wir ja letzte Woche festgestellt. Die Schilder waren ein Riesenproblem in dieser Industrie. Ich finde eh, dass das nichts bringt, wenn einfach nur die Streikenden streiken. Ich finde, da müssten, also es müsste eine Gegendemonstration eigentlich immer geben von den Arbeitgebern. Die müssten die besseren Schilder haben. Dadurch könnten sie Sympathie kaufen. Kapitalismus rein in die Köpfe. Wir sollten alle mehr streiken. Und auch nicht so Arbeiterlieder, sondern so Anti-Arbeiterlieder. Der läuft dann Bruttosozialprodukt, aber unironisch. Jetzt wird wieder. Das war ja erst unironisch, das hat mich ja so fertig gemacht, als ich das gehört habe, dass dieser Song, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, einfach unironisch benutzt wurde. Als wäre das was Cooles, in die Hände zu spucken und das Bruttosozialprodukt zu steigern. Spuckst du dir nicht gerne in die Hände? Ja, spucken schon, aber... Heute wieder das Bruttosozialprodukt steigern, gar keinen Bock. Und haben sich führende Funktionäre gegen IG Metall-Vize Peters als Zickel-Nachfolger ausgesprochen. Bei der ersten Befragung der IG Metall zur Steigerungsform von dir? Ja, es ist ein bisschen schwächer. Rüsselsheim. Da hat Opel noch in Deutschland produziert. Das ist auch mal ein Riesending. In Rüsselsheim. Das der IG Metall gärt es. Auf einer Mitgliederkonferenz am frühen Abend in Rüsselsheim wird das Ergebnis einer ersten Umfrage präsentiert. In nur wenigen Tagen. Die langweiligsten Bilder aller Zeiten, die da jetzt einstiegen. Boah, was ein geiler Papierstapel. Habt ihr schon mal so einen hohen Papierstapel gesehen? Sie sprechen sich für personelle Konsequenzen aus. Das sind nur die Schulden auf meinem Tisch, auf meinem Schreibtisch von mir zu Hause. Der IG Metall, respektive einzelne Mitglieder dieses Vorstands, sich ihrer Verantwortung stellen und dazu stehen. Findet ihr die Kette? Ich finde, die passt nicht zum Gesamten. Nee, gar nicht. Ich finde, aber auch so Doppeltaschenhemd vorne. Aber ich finde, dieses Cheese-Hemd, da steht A für 2000er und B für Arbeiterschicht. Ja, stimmt. Die Arbeiterhemd. Deswegen based. Also... Rücktrittsforderungen nach dem gescheiterten Streik in Ostdeutschland. Und in der gleichen Umfrage wünscht die IG Metall-Basis neue Entscheidungswege für die Gewerkschaft. Unterstützung für die Reformer. Reformer versuchen, die aktuelle Krise in der IG Metall zu nutzen für einen grundlegenden Wandel. Hin zu mehr Einfluss der Betriebsräte und weg von der alten Macht der Funktionäre. Stell dir mal vor, du kannst als Reporter, du kannst nach Berlin, nach Hamburg, nach Washington, und erst nach Rüsselsheim. Wie groß ist denn Rüsselsheim? Ich habe davon noch nie gehört. Ja, also Rüsselsheim war früher mal hier dieses Opelwerk, aber ich glaube Opel, ich weiß nicht, ob die da überhaupt noch jetzt irgendwas machen, glaub, Opel, oder ob die... Ich wollte auch sagen, Benjamin Blümchen ist da zu Hause. Komplett weggegangen sind. Rüsselsheim. Nee, Benjamin Blümchen ist in Neustadt zu Hause. Rüsselsheim. Das ist der Bürgermeister von Rüsselsheim. Ach schau, die haben hier immer noch... Oh, die haben gerade Stichwahlen, oder? Oberbürgermeister war irgendwas. Aber wo ist Rüsselsheim? 67.000 Einwohner. Wer ist der, wer wird Bürgermeister? Ja, okay. Nee. Also Freising-Niveau, das passt ja. Oh, hoppla. Also das die... Aha. Hessen, ja, bei Darmstadt. Was ich lustig finde, erster Satz von der Wikipedia-Seite, Rüsselsheim am Main, oder wo war das jetzt? Am Main. Ja, Rüsselsheim am Main, hier. Bis 2015 Rüsselsheim. Also sie haben den Main, den Main dahin gebaut. Ja, damit man es nicht verwechselt mit den 5 anderen Rüsselheims. Vielleicht gibt es noch ein zweites, weil andersrum, sonst müsste man es ja nicht so nennen. Oder? Ah, schau mal, sie haben zum Beispiel... Oder ist das so ein Statusmerkmal, dass du das sagst? Ja, wir sind übrigens auch am Main. Na, ganz kurz. Also... Wir haben auch den Main. Also schau mal, hier ganz schöne Sachen. Sie haben zum Beispiel ein Historikum in der Stadt, bis Römerzeit, historische Namensformen. Spannend. Hier tatsächlich, was ich gerade ironisch gesagt habe, stimmt einfach. Grund für den Namenszusatz sei die positive Besetzung des Mains als Natur-, Freizeit- und Wirtschaftsfaktor. Also denkst du dir, da will ich hin. Ja. Aber das heißt, es lässt sich historisch belegen. Das heißt, ist Rüsselsheim gar nicht mehr am Main, sondern es gibt einen historischen Beleg, dass es mal am Main war. Glaubt ihr, wir könnten in München die Mieten noch weiter nach oben treiben, indem wir es München an der Isar nennen? Ja. Das wäre super. Super, wollen wir. Aber dann kannst du irgendwie noch historisch beweisen, dass die Donau auch irgendwann mal da war. Und schon auch an der Donau. München an der Isar, ehemalig Donau. Ja, gut, es liegt schon am Main, das kann man schon sagen. Aber es liegt halt wirklich direkt am Main. Ja. Stimmt, das fließt nicht durch die Stadt durch, sondern muss das raus. Aber dürfte sich München jetzt halt München am Main nennen? Und man wirklich so, ist eine Weile hin. Also es ist nicht so nah. Aber du kannst schon hin. Also das ist schon in der Nähe. So nicht, also je nachdem, wie du Nähe halt. Das ist auch gut. Simmern, Hünsruck in Klammern. Muss ja auch wieder Namen angehört. Ja. Schöne Orte. Also schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr mal in Rüsselsheim fahrt. Basis und einfache Funktionäre sind kritisch. Kämpfen da wie für das ehrenamtliche im Vorstand mehr vertreten. Der EZB-Chef würde Zwambo heißen. Nicht nur in der Gesellschaft. Entscheidungsstrukturen aus der Satzung sind dringend reformbedürftig. So, wenn euer Protest nicht gehört wird, dann werden wir uns Gehör verschaffen. Ganz klar. Wir sind die IG Metall und nicht nur der Vorstand. IG Metal ist es. Ja. Metal, Leute. Ja, also einfach Arbeiter, ne? Einfach Metal, Leute. Da wird die Moshpit noch gestartet während den Reden. Beim Streik. Ja. Streiken, ja, Moshpit. Du bist schon in der Gewerkschaft und dann bist du auch noch sauer. Und dann sprichst du auch noch Wahnsinnsenergie, glaube ich, dafür. So. Ja. Mit jedem Tag der Ungewissheit scheint die Gewerkschaftsbasis... Das ist ein starkes Hemd, das will ich tragen. Aber kennt ihr das so? Das macht man in unserer Generation nicht mehr. Aber so diese Generation, die sich so Sachen in ihre Hemdtasche wirklich noch reinstecken. Kann man noch hier so rumfliegen? Können wir mal die Fernbedienung kannst du noch haben, hier. Ja. Das ist praktisch. Ich hab auch noch einen Schlüssel, wenn du magst. Ja, mach mal alles rein hier. So. Oh, nice, Geldbeutel. Super. Ja, ist ich halt habe auch noch AirPods, wenn du magst. Das ist halt super praktisch und dann läufst du so rum, gehst du durch den Tag. Ich finde auch, dann kannst du sehr schnell zu Sachen greifen. Ja, voll. Ey, hast du mal einen Schlüssel von Sebi? Ja, das ist so, ja. Also ich habe hier noch eine Fernbedienung. Ich habe da auch immer mein Frühstück mit drin. Und ist die Fernbedienung für dein Handy? Bedienst du mit deiner Fernbedienung dein eigenes Handy? Ja. Aber ich habe eine Theorie, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich glaube, die Brusttaschen, die waren auch wesentlich beliebter, bis es irgendwann mal hieß, hey, wegen den Handys, da kann man Brustkrebs bekommen. Stimmt, ja, das kann aber sein. Ja, das ist halt nicht so gut. Aber ich weiß nicht, ob das so ein Mythos ist, oder ob das wirklich stimmt. Ja, aber so, keine Ahnung, dann habe ich jetzt an der Hosentasche und kriege ich Hodenkrebs. Das ist auch ja, eben, genau. Das war das andere, was man da immer gehört hat. So, ja. Schwierig. Unzufriedener mit ihren Funktionären zu werden. In den Tarifverhandlungen für den Einzelhandel ist in Hamburg der bundesweit erste Abschluss. Was ist das für ein Einkauf von der Frau? Rater-Einkauf. Okay, sie ist eine dieser Frauen, das finde ich toll. Viermal. Die hat gar keinen Einkaufskorb dabei oder irgendeine große Tasche, sondern nimmt sich einfach so eine Bananenkiste mit. Ja, das heißt, wahrscheinlich lag die nicht einfach rum, wahrscheinlich hat sie vorher Bananen rausgeräumt in eine andere Bananenkiste, um eine Bananenkiste, in der vielleicht noch so 3, 4, 5 Bananen drin lagen, damit es sich lohnt, dass sie die Bananenkiste mitnehmen kann. Aber das ist nicht so besser als ich zum Beispiel. Ja, aber dann kann man nicht so gut klauen, wenn man keinen eigenen Beutel dabei hat. Ja. Ich habe so viele Taschen, weil ich immer wieder neue kaufe beim Einkauf, aber ich vergesse. Du kaufst Taschen, ich krieg die einfach mal geschenkt. Nein, also ich kaufe, ich nehme sie mit, ja. Okay, auch gut. Also auch klauen. Ja, bei Taschen. Ja, finde ich aber gut. Ich find's aber der Laden irritiert mich auch, wieso ist da hinten noch, also ich dachte, das ist eine Kasse, aber da hinten geht es noch so weiter. Oder? Ah ja, das kann sein, ja. Aber ich finde auch den nächsten Einkauf super, einfach 5 Dosen Bier. Ja, aber sie hat auch 4-mal den gleichen Joghurt. Ja, aber vielleicht mag sie Joghurt. Ja, ist okay. Aber sie hat 2 Bananenkisten, vielleicht hat sie eine große Familie. Ja, halt Bier. Ich habe eine große Familie, ich brauche 5 Bier. Ist das Warsteiner? Was ist das? Für jedes Kind ein Bier. Ich kenne das Logo, ist das Warsteiner? Schäferhofer, Warsteiner? Keine Ahnung, ich kenne mich nicht so aus mit Dosenbier. Muss ich tatsächlich zugeben. Ich habe einen Kumpel, der versucht immer so anti zu sein mit, also halt, er versucht wirklich so alternativ manchmal zu sein, das ist insane. Er trinkt deswegen kein gutes Bier, er trinkt halt nur so, der ist halt nicht mal so, als wäre er, als hätte er nicht so viel Geld, so er ist halt so ganz normale Mittelschicht, ja, untere Mittelschicht, so wie wir Studierenden halt meistens sind. Eigentlich Armut. Eigentlich kannst du mir alle an der Armut als Studierende. Er ist sehr arm. Ja, naja, aber er kauft halt wirklich immer so das 29-Cent-Dose Bier und das ist so funny und dann kommt er irgendwie vorbei und wir haben halt ein paar Kästen Bier in der WG, aber er bringt sich sein Dosenbier mit. Ist das dieses Dosenbier, wo immer so eine Zahl draufsteht? So irgendwie... Nee, das nicht. Also schon wirklich so Penny... 29 Cent Dosenbier so. Super, so wenn ich das trinke, dann reihe ich instant auf den Boden. Toll. Ja. Aber ich habe immer, also wenn ich im Urlaub bin, dann trinke ich auch mal so Bier, weil, also wenn es wirklich, also sagen wir mal so, wenn es dann doch mehr werden, dann trinke ich auch gern so Bier und das funktioniert auch. Es geht auf. Das Rezept geht auf. Aber kommt drauf an, wo du im Urlaub bist. Es gibt ja schon auch gute Biere teilweise. Freising meistens. Freising ist mein Lieblingsurlaubland. Weil wir gerade ja noch drüber gesprochen haben. Freising an der Isar. Weil wir gerade noch drüber gesprochen haben, was da im Hintergrund so alles abgeht. Ja. Ich glaube, das ist einfach so ein richtig schöner alter Supermarkt, so riesiger Realmarkt oder sowas, was es Anfang der 2000er so gerne gab, wo du reingehst, viel zu viel Zeug eigentlich insgesamt schon hast und hinten ist noch eine kleine Postfiliale mit drin. Dahinter ist noch irgendwie so ein kleiner Shop, wo man irgendwie so sich Schlüssel nachmachen lassen kann. Oder irgendwie Schuhe machen sie aber auch. Auch komisch, so Schuhe und Schlüssel, keine Ahnung. Ja, aber da ist ja immer so, dass die meistens so komische Sachen haben, so Schlüssel, Schuhe und... Und jetzt verkaufen sie auch Handyverträge. Genau, oder Handyverträge, ja, oder andere Sachen, die vom LKW gefallen sind. Arbeitgeber in mehreren Tarifbezirken kündigten an, sich an dem Hamburger Kompromiss zu orientieren. In der Hansestadt steigen die Einkommen zum 1. August 2003 und ein Jahr später jeweils um 1,7 bis... Sehr random kommt. Kann es sein, 2003 kaum Korrespondentenberichte oder so Einordnungen gibt es heute viel häufiger. Auch in der Tagesschau. Das ist natürlich eher ein Tagesthemending und heute Journal-Ding. Aber ich habe das Gefühl, dass auch heute in der Tagesschau häufiger eine Einordnung der KorrespondentInnen unabhängig vom Beitrag kommt. Also wir haben jetzt immer den Aufsager am Ende des Beitrags, den gibt es auch hier häufig, aber so ein einordnendes Gespräch, so Hauptmeldung, dann kommt erst Beitrag und dann gibt es meistens schon noch ein einordnendes Gespräch. Wie meinst du Gespräch als Interview? Also genau, mit dem Korrespondenten kurze Einordnung. So. Oh nee, das gibt's nie in der Tagesschau eigentlich. Ich gucke halt auch generell mehr Tagesthemen. Das ist ganz selten mal. Das ist nur, wenn irgendwas so brandneues noch passiert ist, irgendwie, man hat jetzt irgendwie so eine... Ja, ja, dass du jetzt nochmal, also keine Ahnung, es läuft vorher der Beitrag über, keine Ahnung, ein Kabinett beschließt bis tief in die Nacht das und dann hast du nochmal ein ganz kurzes Update von der letzten Stunde oder irgendwas. Es gibt mehr Einordnungen. Nee, aber ich gucke wirklich, ich gucke immer heute Journal, weil es einfach für mich mehr Hintergrund ist und ich nicht live gucke. So, dass ich jetzt nicht die aktuellen Nachrichten brauche, sondern eher Einordnung, aber okay, gut. Ja, finde ich eigentlich auch immer ein bisschen interessanter. 1,83%, je nach Eingruppierung. Boah, 1,8 ist schon echt eine ist schon frech eigentlich so. Ihr kriegt mehr Geld, also ja, also ihr kriegt 1% mehr. Ja. Wow. Arbeiter an Samstagen erhalten die Beschäftigten von einem Tag. So. Zeitzuschläge von 20%. Die Vereinbarung gilt bis zum Frühjahr 2005. Ja. Wegen einer Abendmahlfeier mit Protestanten am Rande des ökumenischen Kirchentages in Berlin ist der Ingolstadt und Southampton. Ja. Genau, Southampton. Katholische Priester Hasenhüttl aus Saarbrücken jetzt suspendiert. Okay, was hat er gemacht? Das hast du noch nicht gehört, ne? Keine Ahnung, 15 Kinder bei sich in dem Zimmer immer abends gehabt. Und ich glaube tatsächlich, es geht eher um Geld vielleicht, weil ich weiß nicht, 2003 gab es da schon so viele Untersuchungen. Gab es da schon so viel Geld? Wahrscheinlich hat er einfach so einen Klingelbeutel einfach mal heimlich mitgenommen und sich... schön Champagner von gekauft, wie Tierbarts von Elster. Ich glaube, er hat jemanden geohrfeigt. Also, zur Begründung sagte der Trierer Bischof Marx, es sei nicht akzeptabel, dass ein Priester eine so wörtlich offene Kommuniongemeinschaft praktiziere, in dieser Form vom Papst ausdrücklich verboten. Er war einer von den Guten. Oh, sorry, Hasenhüttl, dass ich gesagt habe, dass du was mit kleinen Kindern hattest. Wir googeln mal, vielleicht hat er trotzdem. Das eine schließt das andere ja nichts aus. Ja, und der Papst ist halt auch so wack, so damals gewesen. Also er hat halt alle offene Kommuniongemeinschaft, das heißt, er hat halt wahrscheinlich geschiedene Menschen. Ja, ja, richtig, genau. Ja. Homosexuelle Menschen oder evangelische Menschen auch an der Kommunion teilhaben. Oh, in Deutschland lebender Kirchenkritiker. Oh! Ah, toll. Seitdem. Ja, based, Alter. Guter Mann, Suspendierung hier durch Reinhard Marx. Reinhard Marx. Haltung zu Fällen sexuellen Missbrauchs, also wahrscheinlich... Stellungsnahme. Also das ist doch ein anderer, sehr gut. Er ist ein guter Mann, glaube ich. Ratzinger. Er war einfach kritisch. Er ist sogar ausgetreten aus der Kirche. Krass. Richtig cooler Lebenslauf. Ja. Ja, based, guter Mann. Aber was macht er jetzt so heute? Ja, Kirche kritisieren. Er macht jetzt einfach ein Buch, aber schreibt er nur Bücher geschrieben? Hat er geile Rente so trotzdem? Oder macht er noch was anderes? Jobbt an so einer Kasse oder irgendwas? Oder? Ja, da kommt ihm dann die 1,8% ganz gut. Aber sitzt im Kindergarten, oder? Was macht er heute? Das wird mich so 2010 ist er ausgetreten. Geburtsort Graz, gute Stadt. Ich glaube, er musste halt auch Priester werden wegen des Vornamens Gotthold. Aber ich finde das wild, dass Reinhard Marx ihn damals deshalb suspendiert hat und heute ist Reinhard Marx ja auch sehr, sehr viel liberaler als damals. So. Ja, er musste halt wahrscheinlich. Also, ja, also niemand muss. Der Papst angeklopft. Und sei. Eine schwere Entscheidung für Bischof Marx, aber viele Möglichkeiten blieben ihm nicht. Er sieht anders aus. Er hat also schwere Entscheidung. Er hat auch keinen so geilen Bart. Ich glaube, er hat auch seine Mütze einfach nicht auf. Und ja, er hat heute auch so richtig grauen Bart und alles. Mhm. Er selbst hatte seinen Priester vor die Wahl gestellt, entweder Reue oder Suspendierung. Digga, was ist das denn? Ich hab Menschen ein bisschen Brot gegeben, die nicht katholisch waren. Oh, wir sind mir so leid. Herr Hasenhüttl, Sie haben jetzt die Wahl. Entweder Sie gehen aus der Kirche oder 30 Peitschenhiebe selber auf dem Rücken. Ha? Schauen wir mal. Also wirklich, der hat ja nichts gemacht. Also, er hat nichts Wronges gemacht. Er hat halt nur Menschen an der Kommunion teilhaben lassen, die halt nicht... Ach, das ist so ein... Was ist das denn eigentlich im Hintergrund? Ist das ein Naziblatt? Der trierische Volksstürmer? Oder was ist das? Wow. Nee, ich glaube, das ist kein S, oder? Das ist doch stört. Es sieht aus wie so ein uraltes S. Volksfreund. Aber es ist Freund. Ja. Aber das ist doch kein U, das ist ein Freund. Das ist ein N danach, oder? Ja, es könnte Freund können schon hinkommen. Gibt es den trierischen Volksfreund? Safe, richtig, richtiges. Ja. Wild. Eine Tageszeitung aus Trier. Schon geil, dass das noch gibt. Aber jetzt Teil der Saarbrückener Zeitungsgruppe, so wie alle Lokalzeitungen jetzt Teil eines großen Verlags. Auf dem Weg zum verlorenen Schaf ist die Überschrift dieses Artikels. Hasenhüttl bereute nicht, so war die Sache klar. Für Überraschung sorgte aber die Ankündigung, dass der Bischof den Theologen auch von seinen Lehraufgaben an der Universität entbinden will. Der Grund, Vertrauensbruch. Die deutschen Bischöfe sind römischer als Rom. Schlagende Überschrift, finde ich stark. Sind Helfer des Bischofs im Dienst der Kirche. Und wenn hier ein solcher Dissens da ist, dann kann ein Priester ja nicht im Auftrag des Bischofs handeln. Wie soll das möglich sein in einer solchen Situation? Bitte ich einfach um Verständnis, dass das nicht geht, dass ich nicht anders handeln kann, um der eigenen Glaubwürdigkeit der Kirche willen. Genau, Glaubwürdigkeit der Kirche, ja. Zog Hasenhüttl auf sich, als er Ende Mai auf dem ersten ökumenischen Kirchentag zur gemeinsamen Mahlfeier lud. Nicht zu einer ökumenischen, sondern zur heiligen Kommunion nach katholischer Lehre. Aber auch Protestanten nahmen daran teil. Ein Affront gegen die Kirchenordnung. Danach darf nur der die Kommunion empfangen, der auch katholisch ist. Was ist das, das Teenage Mutant Ninja Turtles, oder? Scheiße. Teenage Mutant Ninja Turtles, jetzt auch in der Kirche. Da ist er. Die anderen haben sich das so rumgehängt um den Hals und er hat das einfach Er ist so ein G einfach. Man muss auch sagen, er geht danach zurück in die Kanalisation und verkloppt mit seinen Nunchucks Ratten. Nee, warte, die Ratte ist die, der Meister. Keine Ahnung, irgendwie so. Musste Ehrenrettung der Kirche sagen, dass heute sowas nicht mehr passieren würde? Auch seitdem manchmal, da ist noch nicht was passiert und ich weiß nicht genau was. Aber inzwischen dürfen, glaube ich, auch andere Glaubensgruppen teilnehmen an der Kommunion. Getauft wurde. Der Berliner Kardinal Sterczinski bestellte Hasenhüttl ein. Doch der lehnte ab. Begründung, der Kardinal wäre zur Eucharistiefeier gekommen, wenn er Interesse gehabt hätte. Trotz Provokation. Das ist super, ist einfach. Nö, ich komm, tu doch, wenn du was willst. Das ist nicht so stark. Ich komm ran. Hasenhüttl hält die Suspendierung für nicht angemessen. Das ist für mich eine sehr schwere Strafe, wenn Sie so wollen, weil ich immerhin 44 Jahre Priester bin. So, ey, komm, lass ein Interview führen, aber lass uns den windigsten Ort, den wir dafür finden können, aussuchen. Und ich meine priesterliche Tätigkeit gerne ausgeübt. Ich frage mich auch, ob die Frisur von ihm immer so ist oder ob das wegen einem starken Wind so ist. Die sieht so ein bisschen aufgesetzt aus. Das könnte auch ein Toupet sein. Vielleicht hat er eine ganz normale Frise, aber der Wind haut die so hinten. Hasenhüttl will jetzt in Rom Beschwerde einreichen. Bischof Marx hat gegen seinen... Das ist die ganze Folge, aber machen Sie so viel Shots von behind the Kamera. So, die ganze Zeit so Aufbau, Abbau. Ist da klar in der Sache entschieden. Behind the scenes. No. Oh, eine Todesmeldung. Wer war Hans Abich? Aber lass uns raten. Was hat er gemacht? Kabarettist. Das hätte ich auch gesagt. Sonst hätten die das Bild auch nicht ausgewählt. Ja, wobei die wählen ja schon oft irgendwie dann so nette Bilder. Ja, aber halt. Oder Musiker, Kabarettist oder so irgendwie. Ich glaube, er war Dirigent. Ja, das kann auch sein. So Klassikmusiker oder Kabarettist. Ich glaube, dass er irgendwas mit Wirtschaft zu tun hatte. Ach. Der langjährige ARD-Programmdirektor Hans Abich ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Also wieder eine Meldung in eigener Sache, mehr oder weniger. Abich hat nach dem Zweiten Weltkrieg den Wiederaufbau des deutschen Films entscheidend mitgeprägt. Hans Abich auf dem Weg zu einer Preisverleihung. Er war der große alte Mann des deutschen Fernsehens, hat es über Jahrzehnte geprägt. Geprägt, also tatsächlich noch. Das war nochmal ein bisschen... Seine Karriere begann gleich nach dem Krieg in Göttingen. Ich dachte auch, dass das eine Alterserscheinung ist. Ja, die Schulter, aber nein, er lief einfach schon immer so. Wahrscheinlich eine Kriegserscheinung. Hallo, mein Name ist Hans Abich. Ich weiß nicht, aber das war das nach dem Krieg? Sieht aus wie ein Lego. Vor dem Krieg? Keine Ahnung. Göttingen 1948 mit der Filmaufbau GmbH. Vielleicht hat er auch einmal sehr, sehr breit und eckige Schultern. Ja, ich glaube, hinten drin. Vielleicht waren das gar keine Schulterpolster und alles in diesem Sack, sondern er hatte einfach sehr, sehr breite, eckige Schultern. Abich war Produzent von Literaturverfilmungen wie den Buddenbrooks, aber auch von Unterhaltungsfilmen mit Dieter Borsche und Maria Schell. Ja. Beim Fernsehen war er fast von der ersten Stunde an dabei, baute Radio Bremen mit auf, erst als Programmdirektor, dann als Intendant, später war er Direktor des deutschen Fernsehens, immer mit hohem Anspruch. Wir waren doch auch, also in vieler Hinsicht Pädagogen, wir wollten immer das gute Programm für die Leute, damit sie da was Gutes davon haben. Jetzt mal ganz kurz zum Interview im Zug. Ja. Ist spannende Geschichte, weil wahrscheinlich entsteht das so ein bisschen so, ja, ich muss da irgendwo hin, ich habe eigentlich keine Zeit, aber wenn sie Bock haben, dann können wir im Zug das machen, weil ich sitze da eh 3 Stunden drin. Dann bist du aber das komische Kamerateam, dass du ewig lang irgendwo mitfahren musst und dann auch wieder zurückkommen musst. Ja, Betriebsfahrt. Dann steigst du da irgendwo um, wartest auf den nächsten Zug. Warum hat Radio Bremen ein Boot? Das nächste, was ich sagen würde, das Radio Bremen Boot. Warum haben wir kein Boot? Das 94.5 Boot? Ja, aber das wäre einfach nur so ein kleines Schlauchboot. So ein räudiges. So, aber einfach an jeder Ecke so man weiß nicht genau, wo es herkommt. Ja. Wahrscheinlich irgendwo geklaut von Explore Media oder so. Und dann sind 200 mal irgendwo geflickt mit Panzertape. Das lernen wir als Boot. Schön. Aber ich glaube, Radio Bremen, die machen, also ich glaube auch Jan Böhmermann hat mal in Radio Bremen von diesem Boot in mal dass er mit eine Sendung gehabt, Late Line oder sowas. Ja. Und die haben, glaube ich, auch heute noch Talks und alles in diesem Boot. Ja, das ist so geil. Ich glaube, die haben das heute noch. Lass mal so einen fetten Tanker kaufen. Ich krieg da immer so E-Mails aus Afrika, so we have a very big boat for you, very container boat for you. You just have to come down to South Africa. For 10.000 you can buy this oil tanker. Gib mal PayPal. Ich glaube, es könnte ein Scam sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich will es einfach ausprobieren. Ich will es ausprobieren. Als Fernsehchef stellte er sich seinem Publikum, lud zum Beispiel 1971 Zuschauer auf ein Schiff, um mit ihnen in politisch turbulenten Zeiten zu diskutieren. Aber krass. Wenigstens eine richtig politisch turbulenten Zeit. Das ist aber auch so funny eigentlich. So, du bestellst so laute Leute auf dein Boot und dann fängst du an zu diskutieren, weil wenn die Diskussion zu hart wird, fährst du das Boot halt einfach gegen den Berg irgendwie so. Und du sagst, ja, was wollt ihr machen? Aber ich sinke, dieser Schiff. Ich fahre damit gegen den nächsten Eisberg. Dann seid ihr alle mit weg. Meinst du, auf der Titanic wurde auch einfach nur politisch diskutiert? Ja, und dann der Kapitän war so. Das ist schief gegangen. I want what. Das Paar in der ersten Reihe da, I want what they have. Das ist so die sind hart verliebt. Ja, weil ich finde diesen Griff so unter die Hand ist so, no, ich will dich da haben. Richtig gute Sendung wollte der anspruchsvolle Abich am Abend im deutschen Fernsehen sehen. Der hat auch geflüstert. Oh, so geil, da muss es richtig nice gestunken haben, weil alle 20 Zigaretten die Minute sich zwischen die Lungen gepfeffert haben. Hinten auf der DJ. Das bin ich, wenn wir vom Tunix oder vom gar nichts senden. Echt so. Wenn Florian gut mal wieder lädt mit so einer Hörerbesprechung. Das war sein Anspruch als Chef und als Zuschauer. Ganz kurz, wann war das nochmal mit dem Boot? Weil da war politisch turbulent. Ich habe keine Ahnung. Wann ist nicht politisch turbulent so? Ja, also früher war politisch turbulent auch, okay, es gibt einen Koalitionswechsel. Die FDP koaliert jetzt mit der SPD. Wow. Naja, ja. Seine Leistungen für das deutsche Fernsehen wurden mit einer der höchsten Auszeichnungen, dem Grimme-Preis, geehrt. Was ist das für ein Bild? Oh, Tour de France natürlich. Hätten wir dran denken können. Die 11. Etappe der Tour de France hat der spanische Tourdebütant Juan Antonio. Ja, genau. Hat's richtig geraten. Aber so, jetzt sind wir schon bei der Sportmeldung. Das heißt, wie viele Etappen sind es denn eigentlich bei der Tour de France? Muss jetzt zählen. Ja, jetzt kannst du Punkte zählen. Ach, ich will nicht. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 35. Cool. Aber ich bin auch nicht ganz sicher, wo ich angefangen habe. Ich finde das so insane, die Tour de France. So, mir ist es einfach schon zu viel Arbeit zum Penny, 2 Minuten weg von zu Hause zu fahren, und die fahren einmal quer durch Frankreich. Von Narbonne nach Toulouse. Toulouse. Für Jens Vogt war die 11. Etappe die letzte. Weit hinter dem Hauptfeld fahrend versuchte er von einer Lebensmittel-Filmen, ne? Habe ich neulich eine Szene gesehen, wie die gefahren sind, und da waren die Motorräder einfach im Weg. Ja. Bei der Tour de France. Mega gefährlich auch. Ich glaube, da gab es ja irgendwo mal einen Unfall beim Giro oder so dieses Jahr. Ich weiß nicht mehr. Und allen anderen Favoriten auf den Toursieg. Juan Antonio Fletcher konnte seinen knappen Vorsprung bis das ist so ein geiler Move. So. Stark. Das gelbe Trikot des Führenden in der Gesamtwertung erhielt Lance Armstrong. Sieht aber immer so lächerlich aus, diese Trikots. Ist das Arnold Schwarzenegger? Ja, das ist Arnie. Der ist mal Fahrrad gefahren? Nee, aber es gibt auch keinen Leg Day. Ich glaube, der hat ihm halt einfach dann dieses Trikot da drum. Das Space, von welchem Sportler würdet ihr gerne euer gelbes Trikot bekommen? Von Philipp Lahm, einfach nur, weil ich mich auf die Rede freuen würde. Wirklich, er hat immer toll... Simon Fischer, Sie haben ein gelbes Trikot gewonnen. Das gelbe Trikot ist eine sehr gute Auszeichnung. Es steht für den Sieg. Ja. Franz von Wagner hat die Rede geschrieben, oder? Ich finde Philipp Lahm, wenn er irgendwie auf Instagram was postet, ist genau wie Franz Josef Wagner. Ja, das ist ähnlich, dass die einfach nur Aussagesätze, die das Offensichtliche nochmal in die Wörter packen. Ja. Ich möchte von Mike Tyson und dann will ich, dass er mir ein bisschen mal mit dem Ohr rumknabbert. Spannender Fetisch. Morgen wird er es unter anderem gegen Jan Ulrich beim Arnold Schwarzenegger musste sich erst noch auf die Treppenstufe hochstellen. Ja. Einzelzeitfahren verteidigen müssen. Oh, schon wieder bei der Wettervorhersage. Na gut. Ich frage mich jetzt, ich habe ja gesagt, es wird eine Person gecancelt. Dieser Priester wurde von der katholischen Kirche gecancelt. Zählt das? Aber wir haben ja jetzt im Nachhinein gesagt, er ist... Ich glaube, er hat danach eine publizistisch wichtigere Rolle als die Kirche. Na gut. Wettervorhersage. Wie wird das Wetter morgen? Am 18.07.2003. Das Bild sieht irgendwie ein bisschen nicht so stimmig aus. Ja. Vor allem im Norden. Aber an den Bildern dürfen wir nicht vertrauen. Ich meine, Tagesschau hat jetzt auch schöne Strandbilder gepostet bei so über 30 Grad. Leute, ich sage 29 Grad werden das. Sag 24. Ich sag stürmisch, bisschen Pustewind, dies, das, 25 Grad und 2 zerquetschte und ja. Also nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 18. Juli. Für den Raum Berlin-Brandenburg gilt mindestens für die erste Nachthälfte eine Warnung vor unwetterartigen Gewittern. Unwetterartige Gewitter. Es gibt sonst welche. Das ist wild, das ist richtig wild. Unwetterartige. Und die Kanaren. Ah, da sind sie. Machen mich immer noch fertig. Die Kanaren, die Urlaubsinsel. Jede Woche. Wir müssen irgendwann mal Tagesschau vor 20 Jahren auf den Kanaren schauen. Ja. Im Hintergrund, wie heißt ein Drachenblutbaum? Das ist das Ziel. Ein geiler Baum. Das ist ein Spargel. Ich finde auch, der Rekordsommer 2.3, der enttäuscht mich bisher. Also ich glaube wirklich, dass dieses Jahr wird es wahrscheinlich wärmer. Ne? Also wir haben doch jetzt schon Rekorde hier. Oh, nachts. 15. Kalt. Okay. Unter 30 Grad, die höchste. 26 Grad. Hast du gesagt, ne? Ich habe 25,2 gesagt. Ja, damit bist du, glaube ich, trotzdem im ersten dran. Stabil. Temperaturen liegen zwischen 22 und 29 Grad. Am Samstag steigen die Temperaturen im Südwesten auf. Rüsselsheim am Main. Warm ist da geworden. Ja, aber hey, aber wir haben ja doch Donnerstag dann. Man macht das Wetter für den nächsten Tag, das ist dann Freitag und dann die nächsten 3 Tage Samstag, Sonntag, Montag. Ach, dann waren die anderen falsch letztes Mal. Ja. Da habe ich mich nur wieder überreden lassen. Ja. Ja, doch Donnerstag. Ja, guter Punkt. Ja, okay. Gut. Na gut, das war das Wetter. Und das war's dann schon, ne? Das war's mit der Tagesschau vor 20 Jahren. Also keine Tomaten, keine Blumen. Heute alle falsch, ja? Eigentlich, aber jedes Mal ist irgendwas Wirtschaftliches. Haben wir nichts Besseres. Langweilig. Blach. Ist okay. Ja. Was war euer Highlight? Ich fand Rüsselsheim cool. Rüsselsheim, mein Highlight-Fahrrad. Ich finde die Outfits lustig. Ich habe mich vor allem für die IG Metaller gefreut, dass die erfolgreich waren, dass der Streit was gebracht hat. Ja. Metal, Leute. Ich mag allgemein Metal. Also Glückwunsch an die Genossen. Ja. Death Metal, IG Metal. Ja. Mag ich alles sehr gern. Ja, cool. Eagle Metal. Eagle Metal. Eagle Met. Met Eagle. Ja. IG Metall. Met Eagle. Das sollte man fusionieren. Haben wir gelernt letztes Mal, dass die ganzen Gewerkschaften ja fusioniert sind. Ja. Ah. Na gut, wir sagen vielen herzlichen Dank an Julius Peter. Ja, bitteschön. Morgen auch wieder auf Twitch. Genau, morgen, wir spielen wieder D&D. Es geht weiter spannend. Was ist denn D&D? Dungeons and Dragons, also Pen and Paper. Wir spielen, wir würfeln. Also wir haben gemerkt, dass andere Streamer auf Twitch sehr erfolgreich mit Glücksspiel sind. Deswegen wollen wir jetzt auch Glücksspiel machen. Deswegen spielen wir Dungeons and Dragons mit Würfeln. Okay, wann geht's los? 18 Uhr. Also man nimmt eine Rolle ein und spielt etwas. Genau, ja. Es ist funny, die schaut einfach rein. So. Und vielen Dank auch wieder an meinen Co-Host Sebastian Bergsteiner. Klar, gerne. Gerne, heute mit Kopfweh. Habt ihr es gemerkt? Nee. Schreibt in die Kommentare. Aber ich habe ja auch nicht deinen Kopf auf. Das stimmt. Mein Name ist Simon Fischer. Ich sage vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich bedanke mich bei allen Menschen, die es gibt und ganz, ganz herzliche Grüße. Gehen natürlich auch heute wieder raus an die BLM, die Bayerische Landeszentrale für neue Medien, die Twitch beobachtet. Wir beobachten auch euch. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Alles Liebe, alles Gute. Macht's gut. Tschüss.